Hallo, mein Name ist Luca und heute installiere ich die Wingo TV-Box mit dir. Vor der Installation der TV-Box muss die Internetbox installiert und eingeschaltet sein. Falls du das noch nicht gemacht hast, haben wir dazu ebenfalls ein Video erstellt. Zur Installation solltest du eine TV-Box, ein HDMI-Kabel, ein Netzteil, ein Netzwerkkabel, zwei Batterien und eine Wingo-Fernbedienung erhalten haben. Verbinde zu Beginn die TV-Box mit dem Fernseher. Nimm dazu das HDMI-Kabel und stecke es in die TV-Box ein. Stecke das andere Ende in den Fernseher bei HDMI 1 oder 2. Lege nun die Batterien in die Fernbedienung. Setze dazu den Daumen auf das Batteriefach und schiebe den Deckel mit leichtem Druck von dir weg. Lege dann die Batterien ein und schließe das Batteriefach wieder. Verbinde nun die TV-Box mit der Internetbox. Benutze dazu das Netzwerkkabel mit den gelben Anschlüssen und stecke es bei den gelben Markierungen ein. Schalte jetzt dein TV-Gerät ein. Wähle nun mit Hilfe von der Fernbedienung den Signaleingang aus, an welchem du das HDMI-Kabel in deinen Fernseher eingesteckt hast. Versorge jetzt die TV-Box mit Strom. Stecke dazu das eine Ende des Netzteiles in eine Steckdose und das andere in die TV-Box. Achte darauf, dass du das Kabel in die Öffnung, neben welcher Power steht, steckst. Drücke nun auf den Knopf, der mit On-Off beschriftet ist, um die TV-Box einzuschalten. Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis das LED auf der Vorderseite weiß leuchtet. Gehe nun mit der Fernbedienung an die TV-Box ran und drücke mehrmals auf OK, bis die Fernbedienung von der TV-Box erkannt wird. Um die einzelnen Sender für Replay zu aktivieren, gehe auf Menü, dann auf Einstellungen und dann auf Replay-Aktivierung. Nun bist du fertig mit der Installation der TV-Box. Viel Vergnügen beim Fernsehen und vielen Dank fürs Anschauen des Videos und die Nutzung von Wingo.